Ich melde mich heute mit einem Mars-Chroniken-Special. Das hier soll ein Experiment werden für das, was in Zukunft kommen wird. Die heutige Ausgabe steht voll im Zeichen von Starship. Das hier soll eine Art kleines Handbuch für Starship werden. Dieses Video soll euch einen kleinen Überblick darüber geben, wie Starship aufgebaut ist, wie es funktioniert und was der Sinn dieses ganzen Systems ist. In diesem Sinne, viel Space mit diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Mars-Chroniken-Special. Mein Name ist Sirwan und heute präsentiere ich euch das kleine Starship-Handbuch. Zunächst möchte ich vorwegnehmen, dass dieses Video nur eine Vorstufe zu dem ist, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Daher kann es gar nicht vollständig sein. Ich habe aber versucht, das Wichtigste reinzupacken. Wenn dir etwas fehlt, das dir unabdingbar erscheint, dann schreib es mir bitte in die Kommentare. Dann kommt das ins große Starship-Handbuch. In Zukunft möchte ich eine längere und vollständige Version dieses Videos herausbringen. Lass dem Video doch jetzt schon einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast, damit der Algorithmus versteht, dass Raumfahrt kein Untergrund, sondern ein breitentaugliches Thema ist. Wie ich schon in meinem ersten Video sage, zu Beginn ist es immer gut, ein Ziel vor Augen zu haben. Ohne Ziel tümpelt man vor sich hin und kriegt nichts auf die Reihe. Daher hat Elon Musk auf dem 67. Internationalen Astronautischen Kongress in Guadalajara, Mexiko im Herbst 2017 das Ziel definiert. Er möchte den Mars besiedeln. Nicht einfach nur eine Mission hinschicken, sondern hinfliegen und eine dauerhafte Basis bauen. Aber warum? Würde es denn nicht reichen, einfach ein paar Roboter und Satelliten hinzuschicken, die unsere Aufgaben für uns erledigen? Nicht ganz, denn er möchte den Planeten nicht nur erforschen, sondern einen Außenposten der Menschheit bauen. Nur für den Fall, dass sich die Menschheit auf der Erde selbst auslöscht oder von einem kosmischen Event ausgerottet wird. Den Dinos ist es auch passiert. Es wäre also arrogant zu glauben, dass wir immun gegen einen Asteroideneinschlag sind. Wenn unser außerirdischer Posten der Menschheit groß genug ist, dann sind unsere Chancen, einen derartigen Vorfall zu überleben, wesentlich größer. Aber um hunderttausende Menschen und das benötigte Equipment zum Mars zu bringen, braucht man ein Transportsystem, das eine große Nutzlast verlässlich von der Erde ins All und zu anderen Himmelskörpern befördern kann. Obendrein soll das System so günstig in Betrieb sein, dass es für viele erschwinglich wird. Denn wenn es eine günstige Möglichkeit gibt, zum Mars zu fliegen, wird damit ein kommerzielles Interesse geweckt, das die Besiedelung antreibt. Im Moment kann man für unendlich viel Geld niemanden zum Mars schicken. Ein Kilogramm in eine niedrige Erdumlaufbahn zu befördern, kostet nicht weniger als 10.000 US-Dollar. Mit ihrer Falcon 9 Rakete hat SpaceX den ersten Schritt in diese Richtung getan. Sie haben den Preis um mehr als die Hälfte reduziert. Wie haben sie das geschafft? Sie haben es geschafft, ihre Raketen nach ihren Flügen zu landen und wieder zu verwenden. Und genau hier liegt der heilige Gral der Weltraumerforschung. In der Wiederverwendung der Raketen. Stelle mal vor, die Boeing, mit der du deine Fernreise machst, würde nach jedem Flug weggeworfen werden. Dann müsste dein Flug jedes Mal hunderttausende Euros kosten. Wäre einfach dumm und nur die wenigsten könnten sich eine Reise mit dem Flugzeug leisten. Genau das hat die Raumfahrtbranche bislang aber immer gemacht. Jede Rakete, die hunderte Millionen von Euro kostet, wurde nach dem ersten Flug weggeworfen. SpaceX hat es aber geschafft, ihre Falcon 9 Raketen routinemäßig entweder auf Drohnenschiffen im Ozean oder auf Landezonen an Land zu landen. Sie haben zum Zeitpunkt, als ich dieses Skript geschrieben habe, bereits 79 Falcon 9 Raketen erfolgreich gelandet und wiederverwendet. Dadurch sinkt der Preis für die einzelnen Missionen. Viele der Falcon 9 Booster wurden mehrmals geflogen. Eines wurde schon 9-mal und ein weiteres 8-mal benutzt. Die Falcon 9 ist aber nur ein erster Schritt auf dem Weg der schnellen und vollständigen Wiederverwendbarkeit. Denn die zweite Stufe verbrennt nach jeder Mission in der Atmosphäre oder wird in einen sogenannten Graveyard Orbit, also einen Friedhofsorbit, um die Erde geschickt. Du siehst schon, sie sind noch nicht ganz da, wo sie sein wollen. Nachdem die Falcon 9 in Betrieb war, hat Elon den Schwerpunkt von SpaceX auf die Entwicklung einer neuen Rakete gelegt. Einer Rakete, die viel größer und mächtiger ist als alles bisher Dagewesene. Nicht nur soll dieses System größer und mächtiger sein, sondern es soll obendrein noch das billigste in Betrieb sein.
Ein Start von Starship soll 2 Millionen US-Dollar kosten. Im Vergleich dazu hat ein Start des NASA Space Shuttles 300 bis 500 Millionen US-Dollar gekostet. In anderen Worten, für den Preis eines Space Shuttle Starts wird man 100 oder mehr Starship Missionen starten können. Und wie soll das Ganze nun funktionieren? Hier wird es nun ein bisschen verwirrend, also gut aufpassen. Der Name Starship bezieht sich auf das Raumschiff selbst, also auf die zweite Stufe des Systems, aber auch auf das gesamte Trägersystem. Denn um in den Orbit zu kommen, benötigt die zweite Stufe die erste Stufe. Diese wird Super Heavy genannt, also Super Heavy und Starship ergeben Starship. Ich sagte ja, verwirrend. Das Ganze funktioniert dann so. Starship, beladen mit bis zu 150 Tonnen Nutzlast, wird auf Super Heavy, also den Booster, gestapelt. Zunächst feuern nur die mehr als 2 Dutzend in-house entwickelten Raptor-Triebwerke von Super Heavy. Zu den Triebwerken kommen wir nachher noch kurz. Der Booster bringt Starship in die Nähe der erwünschten Erdumlaufbahn. Hier trennen sich die beiden. Super Heavy fliegt dann ähnlich wie die Falcon 9 Raketen zurück zum Raumfahrthafen. Nach den neuesten Erkenntnissen soll Super Heavy kein Landegestell haben. Stattdessen wird es vom Startturm gefangen werden. Dadurch wird Gewicht gespart und die Nutzlastkapazität maximiert. Der Booster soll dann aufgetankt werden und das nächste Starship transportieren. Um Starships Reichweite weiter zu erhöhen, wird Starship nicht ganz vollgetankt. Denn erst im Orbit kommen Tanker Starships und befüllen es mit Treibstoff. Vollgetankt kann sich Starship auf den Weg zum Mond, zum Mars oder anderen Himmelskörpern machen. Starship kommt nach einigen Monaten Reisezeit mit 25.000 bis 30.000 km/h beim Mars an. Um diese Geschwindigkeit abzubremsen, performt es das sogenannte Bellyflop-Manöver. Dabei tritt Starship mit seiner Bauchseite vorwärts in die Atmosphäre ein und reduziert so schon einmal den größten Teil der Geschwindigkeit. Erst wenige hundert Meter über der Marsoberfläche werden die Raptor-Triebwerke gezündet, um Starship umzuorientieren und senkrecht zu landen. Klingt wahnsinnig? Tja, ist es, aber SpaceX testet genau diese Landemethode mit ihrem Prototypen in Boca Chica, Texas. Sie haben es noch nicht ganz geschafft, aber Serie Nummer 10 hat es geschafft, etwas grob, aber aufrecht zu landen und ist nach wenigen Minuten explodiert. Aber das hält SpaceX nicht auf. Unermüdlich werden rund um die Uhr weitere Prototypen gebaut und getestet. Nun zum Aufbau und zur Architektur von Starship. Ich möchte euch gerne einen kleinen Überblick darüber geben, wie Starship aufgebaut ist. Aus meiner Perspektive sieht die ganze Architektur nicht besonders komplex aus. Das ist aber auch Elons und SpaceX Philosophie. Es soll so einfach wie möglich gehalten werden, denn Starship soll zu Hunderten in Serie produziert werden. Ursprünglich war die Idee, Starship aus Kohlenstoff-Kompositmaterialien zu bauen. Das hat sich aber nach einer Iteration als zu kostspielig und vor allem zeitaufwendig herausgestellt. Darum haben sie zu Edelstahl gewechselt. Zunächst haben sie mit einer einfachen und gängigen Legierung begonnen, nämlich mit 304 Edelstahl. Nun forschen sie selbst daran, diese Legierung zu verfeinern. Edelstahl wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas kontraintuitiv, bietet aber viele Vorteile. Vor allem bei kryogenen Temperaturen. Kryogen bedeutet einfach sehr, sehr kalt. Warum das wichtig ist, seht ihr, wenn es um den Treibstoff geht später. Außerdem ist es sehr einfach, Edelstahl zu verarbeiten und zu recyceln. Damit haben sie Anfang 2019 in Boca Chica, Texas begonnen, den ersten Prototyp zu bauen. Den sogenannten Starhopper. Darauf gehen wir nicht weiter ein, denn das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also Super Heavy besteht aus 36 Edelstahlringen, die mit herkömmlichen Methoden zusammengeschweißt werden. Anfangs per Hand und mittlerweile schon mit Robotern. Starship besteht aus 20 Ringen und einem Frachtraum, der nur im unteren Teil aus Ringen besteht. Die Spitze von Starship ist aufgrund der Krümmung einer der schwierigeren Teile der Herstellung. Insgesamt soll der gesamte Stapel des Starship-Systems 120 Meter hoch sein. Diese Höhe kann sich natürlich noch ändern. Also nagelt mich nicht darauf fest. Um es etwas deutlicher zu machen, das entspricht etwa einem 30- bis 40-stöckigen Gebäude, je nachdem wie hoch die Räume sind. Der Durchmesser beträgt 9 Meter.
Auch hier möchte ich euch das verdeutlichen. Man könnte zwei Mercedes-Benz A-Klasse Limousinen hintereinander hineinstellen. Für die Mathe-Genies unter euch. Wie lang ist einer dieser Ringe bzw. wie groß ist der Umfang von Starship, wenn der Durchmesser 9 Meter beträgt? Und wie groß ist die Fläche eines Stockwerks, wenn man sich da Stockwerke drinnen vorstellt? Auflösung natürlich am Ende des Videos. Starship ist rund 50 und Super Heavy rund 70 Meter hoch. Gemeinsam vollgetankt wiegt das System 5000 Tonnen. Das ist fast so viel wie 5700 Smarts wiegen. Es gibt wahrscheinlich nicht einmal 5700 Smarts, wahrscheinlich schon. Eine Seite des Schiffs wird mit einem Hitzeschild ausgestattet sein. Zusätzlich hat Starship diese flügelartigen Flächen. Diese Flächen dienen dazu, um den Luftwiderstand zu maximieren und bieten gleichzeitig eine Möglichkeit, den Wiedereintritt in die Atmosphäre zu kontrollieren. Diese Flächen werden mit Tesla Model S Motoren betrieben und beziehen ihre Energie aus Tesla Batterien. Nun zu den unglaublichen Triebwerken. Super Heavy wird mit 28 Raptor Triebwerken ausgestattet sein. Jedes dieser Triebwerke bietet bis zu 225 Tonnen Schub. Diese Triebwerke hat SpaceX selbst entwickelt. Sie sind deswegen so besonders, weil es davor noch niemand geschafft hat, ein Triebwerk zu entwickeln, welches mit Methan betrieben wird. Der Raptor ist ein Vollstrom-Stufenverbrennungsmotor. Das bedeutet, dass der Treibstoff in zwei Stufen verbrannt wird. Das steigert natürlich die Effizienz. Moritz von Senkrechtstarter hat ein tolles Video zu diesem Thema gemacht. Ihr könnt es euch hier ansehen. Starship selbst wird insgesamt 6 dieser Triebwerke haben. 3 sind für Meereshöhe und 3 für den Vakuum optimiert. Das bedeutet einfach, dass die Abgasglocke größer ist. Warum? Erklärt euch auch Moritz in seinem Video zu diesem Thema. Die Triebwerke werden mit flüssigem Methan und dem dazugehörigen Oxidator, also flüssigem Sauerstoff, betrieben. Damit diese beiden Treibstoffe flüssig bleiben, müssen sie extrem kalt sein. Methan ist flüssig zwischen minus 182 und minus 161 Grad Celsius. Sauerstoff ist zwischen minus 183 und minus 218 Grad Celsius flüssig. Der Vorteil, diese Treibstoffe so weit herunterzukühlen, liegt einfach darin, dass du viel mehr davon im gleichen Raum mitnehmen kannst. Das bedeutet, dass du mit der gleichen Tankgröße mehr davon mitnehmen kannst, als wenn es im gasförmigen Zustand wäre. Weitere Vorteile der niedrigen Temperaturen sind, dass man einerseits die Triebwerke mit dem Treibstoff kühlen kann, andererseits kann man den verdampfenden Treibstoff dazu nutzen, die Tanks zu bedrücken, denn für orbitale Testflüge ist ein Druck von mindestens 6 bar notwendig. Neben den zwei Haupttreibstofftanks wird Starship auch über zwei kleinere sogenannte Header Tanks verfügen. Diese dienen dazu, die Triebwerke bei der Landung mit Treibstoff zu versorgen. Denn bei der Landung sind die Haupttanks nicht voll. Durch die horizontale Ausrichtung von Starship zum Boden schwimmt der Treibstoff also irgendwo im Haupttank herum. Das könnte dazu führen, dass Luftblasen in die Triebwerke gepumpt werden, was wiederum zur Zerstörung dieser führt. Um das zu vermeiden, verfügt Starship über die eben genannten Header Tanks. Diese sind bei der Landung voll und stellen eine lückenlose Versorgung der Triebwerke mit Treibstoff sicher. Ich denke, damit sollte ich mal das Wichtigste für das kleine Starship Handbuch abgedeckt haben. Dieses Video ist natürlich nicht vollständig. Es fehlen viele hochinteressante und wichtige Details. Ich hoffe, dass ich bald ein ausführlicheres Video, also das große Starship Handbuch mit vollständigeren Details machen kann. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann lass dem Video einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und schreib mir in die Kommentare, was deiner Meinung nach noch unbedingt in das große Starship-Handbuch gehört. Wer mich unterstützen, hinter die Kulissen blicken und exklusive Vorteile genießen möchte, der kann mich gerne auf Patreon besuchen. Link dazu in der Beschreibung des Videos. Und nun zur Auflösung der reichen Aufgabe. Bei einem Durchmesser von 9 Metern beträgt der Umfang von Starship etwas mehr als 28 Meter. Und wenn man sich Stockwerke vorstellen würde, beträgt die Fläche ungefähr 63 Quadratmeter. Damit war es das von mir. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.